Hallo meine lieben Freunde, ich wollte heute die Umhängetasche von Jackson Slingback vorstellen. Also für jeden Spinnangler, Raufischangler, denke ich mal, sollte sowas ein Muss sein, weil du hast komplett die Hände frei und kannst jederzeit die Box halt nach vorne holen, wie so ein Bauchladen, aufmachen. Und innen drinne haben sie halt eine Köderbox verbaut, die mit Klett befestigt worden ist. Die kann man frei einteilen, quasi mit solchen Kunststoff-Nupsis zu trennen. Ob man jetzt längere Köder oder kürzere Köder verwenden möchte, kann man sich dann selbst entscheiden. Und innen drinne ist halt so eine Beschichtung, denke mal, die ist wasserabweisend und nicht wasserdicht, weiß ich noch nicht, muss ich nochmal testen. Das mache ich halt auf der Video. Rückseite genau so eine Tasche. Sieh da, zack. Auch eine Kunstköderbox, die mit Klett innen drin befestigt worden ist, kann man jederzeit rausnehmen und eine andere reinpacken dafür. Und hier oben habe ich noch so eine Art Reißverschluss mit Netz, also sprich, da kann man irgendwie Kleinteile verstauen oder so. Dann wieder zumachen. Das sehe ich, Fischereischein und so weiter. So, meine Lieben, weiter geht's in dem Video. Hier oben, also wenn man die Tasche einmal rumgedreht hat, so war das vorher. So drehen wir das wieder auf den Rücken. Vorne auf dem Schulterbereich hat es halt eine Öse, wo man irgendwas dran befestigen kann, zum Beispiel eine Zange und so weiter. Dann hat es hier oben eine Tasche mit einem Reißverschluss, um hier kleine Sachen zu verstauen, wie zum Beispiel Autoschlüssel oder Handy. Hier vorne ist eine sehr kleine Tasche eigentlich. Da kann man auch eine Zange oder so verstauen und durchschieben. Dann befindet sich hier oben auch noch eine Tasche. Die ist innen drinne auch gummiert. Eine davon, denke ich mal, ist wasserdicht, aber das werde ich nochmal testen. Ja, sehr groß. So, im Großen und Ganzen würde ich sagen, müsste man diese Tasche nochmal draußen austesten. Ja. Macht aber so vom Prinzip her einen guten Eindruck. Gut verarbeitet. Dann sehen wir uns damit draußen beim Spinnangeln. Haut rein!